Hallo Skatfreunde, eine schnelle Partie, die sich vor einigen Wochen bei der deutschen Einzelmeisterschaft ereignet hat. Starke Spieler am Tisch, so wurde mir berichtet. Vorhand schaute auf ein ausgezeichnetes Ausgangsblatt mit zwei Buben, einer Fünferlänge, Karo von oben, zwei weitere Seitenasse, bekam allerdings von Mittelhand 30 geboten, die er hielt. Hinterhand passte und ja, ernsthaft Karo Hand, spielt auch hier wohl keiner von euch, oder? Bei dem Grang werden ja höchstens drei Stiche abgegeben und es kann ja auch noch was drin liegen. Also erstmal in den Skat geschaut, mit Herz Dame und Lusche ernüchternd gefunden, direkt wieder gedrückt. Und jetzt lässt sich natürlich auch nicht mehr aus Sicherheitsgründen zum Karo zurückrudern. Jetzt muss aufgrund der Reizung schon der Grang gespielt werden. Buben auszuspielen, so verzweifelt ist die Situation dann noch nicht, auch wenn die Findung natürlich nicht gut war. Es könnten ja neben den beiden schwarzen Buben, die schon fast sicher in Mittelhand sitzen, dort auch noch vier Herz sitzen. Dann würde Mittelhand die ersten sechs Stiche plötzlich machen und statt nur drei Stiche abzugeben, verlieren wir plötzlich sechs Stiche. Das ist jetzt nicht so eine gute Option. Also ganz traditionell mit dem Karo Ass über die Dörfer, über die Flöte zu gehen, das wird in aller Regel ja auch funktionieren. Mittelhand hat direkt gestochen, auch das sicher ein Grund für die 30er Reizung, die beiden oberen Buben und kein Stück Karo in der Hand, also so ein kleiner Hebel war da schon mit drin. Von Hinterhand kam jetzt der Karo König dazu, logischerweise 17 Augen für die Gegenpartei, so weit, so unspektakulär, so erwartbar. Noch ist alles im grünen Bereich, auch dass das Herz Ass nachgespielt wurde, sicher noch keine ganz große Überraschung. Jetzt wird es allerdings unangenehm, denn Mittelhand ließ jetzt hier die Herz 10 dazu fallen und der Alleinspieler musste bedienen auf inzwischen schon 38 Augen. Und dann nahm das Unglück seinen Lauf auf den nachgespielten Herz König, fiel aus Mittelhand der letzte Karo. Und ja, als erfahrener Skatspieler rattert es natürlich sofort, 38 liegen, jetzt ist Hinterhand Karo frei, es wird wohl nur noch dieser eine Stich abgegeben, aber da kann natürlich gewimmelt werden und da nützt es jetzt auch nichts, wenn hier vorher noch in den kleinen Karos rumgewühlt wird, im Gegenteil, dann kann es auch passieren, dass sogar noch ein dunkles Ass viel leichter gestochen wird und dann sogar 23 Augen fallen. Die Gefahr war von Haus aus ja sowieso da, dass der Grang war jetzt nicht theoretisch unverlierbar, aber so wollte er dann sicher doch nicht verloren werden, dass nun gerade die Karo Lusche noch abgeworfen werden kann. Auf Karo 10 gestochen und Kreuz 10 gewimmelt, genau auf 60. So ist dann eben Skat, kommt dann auch mal das Pech dazu. Wem ist denn jetzt eigentlich so ganz spontan im Spielverlauf schon was aufgefallen? Ich gebe es direkt zu, bei mir ist der Groschen nicht sofort gefallen und das zeigt vielleicht auch, wie eingefahren unser Gehirn ist, auf welchen ausgetretenen Pfaden wir unterwegs sind. Denn es gab hier einen Rettungsanker und der wurde vom erfahrenen Alleinspieler übersehen und das könnte sicher einigen von uns passieren. Dazu müssen wir natürlich ein kleines Stück zurückgehen. Dieser Stich war ja hier schon nicht mehr zu verhindern. Ich meine damit aber nicht, dass etwa ein Bube ausgespielt werden sollte. Das könnte man nach Kenntnis des Kartenstandes natürlich auch machen. Nein, wir müssen nur diesen einen Stich hier zurück und uns fragen, warum denn wohl der Alleinspieler auf die Idee kam, dass er diese vier Augen unbedingt stechen wollte. Die Antwort ist natürlich klar. Er war auf diesem Drei-Stiche-Grang unterwegs, hatte nichts mehr abzugeben, nur noch einen Stich mit dem Buben. Das allerdings führte, wie ja nicht ganz schwer vorhersehbar war, genau auf 60. Von daher hätte hier dieser übliche Pfad einmal durchbrochen werden müssen. Es ist ja gar nicht so schwer, das ein Stück weiter zu rechnen. Hier einfach mal die Karo Lusche abwerfen, also noch mit voller Absicht einen weiteren Stich abgeben, der dann aber nicht wehtut, denn jetzt liegen hier 42. Es kann jetzt höchstens noch der letzte Herz hinterherkommen. Der wird, egal was da jetzt reingeht, sagen wir mal irgendwas, wird dann gestochen, dann der Bube raus und jetzt können hier noch einmal die 14 Augen fallen, dann auf 56.
Und der Rest ist beim Alleinspieler. Dazu muss der Alleinspieler lediglich die 7 Herzen im Überblick haben. Da er 2 gedrückt hatte, war das gar nicht ganz so schwer. Und er musste seinen üblichen Modus im Gehirn abstellen. Einfach diese Denkbarriere überwinden. Damit zurück ins Studio. Viel Spaß noch. Gut Blatt. Bis bald.